nur eine weitere Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group. Warum Edelweiss so besonders ist und was diese Airline ausmacht, erfahrt ihr in diesem Video auf Avia Max. Also viel Spaß. Herzlich willkommen zurück bei Avia Max und grüezi vom Züricher Flughafen. Mein Name ist Alex und wir fliegen heute mit Edelweiss im Airbus A320 von Zürich nach Palma de Mallorca. Da wir heute Economy Class fliegen, muss ich die Priority Pass Lounge als Zwischenlösung nutzen. Und falls ihr noch mehr solcher Videos oder Tipps und Tricks zum Reisen erfahren wollt, dann folgt uns gerne hier auf YouTube oder auf Social Media. Und nach einem kurzen Abstecher in der Lounge war es bereits Zeit und das Gate ruft für den Abflug. Die Maschine ist nämlich gerade in Zürich eingetroffen. Wir fliegen heute mit Edelweiss, einer Tochter der Swiss, die wiederum Teil der Lufthansa Group ist. Edelweiss selbst dient dabei als Vorbild für Ferienfluggesellschaften wie jüngst auch bei Discover Airlines. Pünktlich ist die A320 dann noch fertig zum Boarden. Unterteilt wird das Boarding lediglich in Business und Economy Class. Leider konnte ich nicht mehr upgraden, da mir schlichtweg über die Swiss keine Angebote gemacht wurden. Lag vielleicht daran, dass ich das selbst hätte bei Edelweiss prüfen müssen. Dennoch ist der Flug in der Economy Class vollkommen ausreichend und die gucken wir uns jetzt genauer an. Die Kabine ist typischerweise in einer 3-3-Konfiguration ausgestattet. In der Business Class bleiben auch bei Edelweiss die Mittelsitze frei. Wir nehmen eher im hinteren Teil der Kabine Platz, genauer gesagt direkt hinter den Flügeln. Und da das Boarding gerade erst begonnen hat und die Maschine noch fast leer ist, können wir uns den Sitz doch gleich mal im Detail ansehen. Am Sitz vor uns finden wir eine kleine Sitztasche mit wiederum zwei zusätzlichen, noch kleineren Sitztaschen, beispielsweise für Smartphones. Darüber finden wir einen Tisch, der sich so ausklappen lässt und ausreichend Platz bietet. Unter anderem auch für dieses In-Flight Shopping Magazine und einer Sickness Bag, einer Safety Card oder andere Utensilien suchen wir hier jedoch vergebens. Kleiderhaken wiederum findet ihr an jedem Sitzplatz und sind hier an der Seite montiert. Für so einen Hochsommerflug benötigen wir diesen heute aber nicht. Der Sitzabstand ist für eine Ferienfluggesellschaft vollkommen in Ordnung und dementsprechend auch für einen Flug dieser Länge. Mein wirklich voller Rucksack hat super leicht unter den Sitz vor mir gepasst. Der Kabinendecke findet ihr zudem auch noch Individual Airvents und natürlich auch noch Leselampen. Und später im Flug kommen dann auch noch diese Bildschirme raus. Wie ihr dann später noch sehen könnt, werden hier vor allem Fluginformationen angezeigt. Doch bevor wir uns die ansehen können, geht es nun erstmal bereit machen für den Start. Wir hören uns dann gleich wieder.
Leider sind diese Flugzeuge bei Edelweiss nicht mit Internet ausgestattet, doch fürs Entertainment sorgen alleine bereits die Schweizer Alpen. Nicht ganz Schnee, aber doch Eis und damit die entsprechende Abkühlung für so einen Hochsommertag. Das Frühstück-Mittagessen bestehend aus Eiscreme von Mövenpick, die war eigentlich ziemlich lecker. Dennoch überraschte mich die Auswahl. Eiscreme zum Frühstück. Später wurden dann auch noch kostenfreie Getränke und der typische Edelweißkeks serviert. Alles kostenfrei. Ist euch dennoch nach mehr zumute, dann könnt ihr im In-Flight Shopping Magazine auch entsprechende Getränke und Snacks käuflich erwerben. Trotz des Alters dieses A320 ist die Kabine in einem wirklich guten Zustand. Das gilt auch für den Waschraum im mittleren Bereich. Und zwar ist ja hier das Waschbecken etwas klein. Der Waschraum natürlich dementsprechend auch, aber typisch für einen A320. Sauber war es hier dafür aber und dementsprechend alles, was man in so einem Waschraum erwarten muss. Und so vergeht die Zeit hier mit Edelweiss wie im Flug. Hier seht ihr auch nochmal die Flightmap. Wir befinden uns nun gleich im Anflug auf Palma de Mallorca. Mit dem Fazit hören wir uns dann vom Boden wieder. Und da sind wir auch schon pünktlich gelandet auf Palma de Mallorca, dem drittgrößten Flughafen in Spanien. Wie war nun mein Flug mit Edelweiss? Ja, dieser war eigentlich sogar richtig gut und typisch für Lufthansa Group bietet Edelweiss sogar richtig viel und das selbst als Ferienfluggesellschaft. Dementsprechend wundert es mich gar nicht, dass Edelweiss auch als Vorbild für Discover gilt und so hoffe ich, dass die Lufthansa Group und Discover hier noch viele Lehren draus ziehen kann. Ich würde Edelweiss immer wieder empfehlen. Würdet ihr das auch tun? Lasst es uns gerne in den Kommentaren unter dem Video wissen. Sonst like dieses Video und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.